Dann muss man 10 Stone mit Lirium Dust und Schwefelsäure kombinieren. Dann wird das so komisch grün. 100 HP. Wie viel hat so eine normale Mauer? Heißt 200 Health? 100 Health. Wurde eine 0 vergessen? Oder kann die irgendwas Tolles? Weil ich sehe gerade nicht so sehr, was da jetzt gut sein soll. Und ich bräuchte erstmal die Latränke. Das ist das nächste Problem. Ja. Okay. Also mache ich jetzt einfach mal das da, richtig? Nö. Ich mache es. Ich mache das hier. Go. So. Dann hätte ich noch ganz gerne einen Splitter, der das Ganze hier beidseitig macht. So. Und da muss es eigentlich komplett anders hin. Das hier kommt später ja weg. Diese kleinen Anlagen, die will ich nicht extra noch haben. Die ganzen Fuel-Blocks müssen eigentlich da unten hin. Und daran arbeite ich jetzt, glaube ich, diese Folge und vielleicht auch noch die nächste. Das hier ordentlich hinzubekommen und es mit dem Strom weiter zu regeln. Ja. Also High-End-Ziel ist immer noch eine riesig, riesige Basis und vielleicht auch Satellitenbasen zu haben mit Tonnen von Solarpanels und Akkus. Aber bis wir dahin sind, können wir nicht auf die Steam Engines verzichten und die hätte ich gerne alle an einem Platz. Deswegen ist das Projekt jetzt hier gerade aktiv. Das mit dem Munitionsgürtel ist doof. Allerdings muss der See hier eh weg, weil es eine riesige Sicherheitslücke ist. Das heißt, zuallererst mache ich das hier dicht. Dafür werde ich wahrscheinlich gleich nach oben gehen müssen und noch mehr Steine holen. Vorher gehe ich allerdings einmal hier rüber. So, um das denn hier mit einem Water Beacon wegzumachen, wenn das denn passt. Ne, 73 Landfill. Okay. Die kommen dann auch noch weg, die kleinen Dinger hier, damit das da besser durchläuft. Und das Wasser behalte ich nur... Oh. Ja, das spricht dafür, eine größere Wasserquelle auch zu behalten. Dass die Fische nachspawnen und ich nicht verhungere. Weil was nützt mir eine schön quadratische Basis, wo alles einigermaßen toll aussieht, wenn ich dann am Verhungern bin? Okay, ich mache das anders. Ich ziehe das hier jetzt nochmal rüber. So, und den Teil hier drin lasse ich dann. Also zum einen, um da ganz viele Pumpen hinzustellen, um das da oben alles zu machen. Zum anderen aber auch, damit hier halt die Fischis respawnen können. Guck mal, wir haben jetzt schon 1500 weggefangen. Das ist super. Okay, gib mir Stein. Ganz viel Stein. Der Robopod muss dann auch weg. Der ist nicht hier im Weg. Das ganze Ding kommt komplett weg. Was richtig viel Stein ist. Was haben wir hier? Achso, ist ein Ölrohr. Das kleine Ding hier sollte ich auch mal aufschütten. Hab ich Mauern dabei? Nee. Okay, solange ich keine Mauern habe, sollte ich auch nicht der hier das aufschütten, weil sonst kommt wirklich jede Einheit vom Feind da durch. Momentan bin ich mir nicht ganz sicher, wer oder ob alle von denen schwimmen können. Wow, bitte, da, Mauern, alle. Du hast keine Kohle bekommen, deswegen kriegst du mal Fuel Blocks. Warum hast du keine Kohle bekommen? Weil sie bestimmt noch nicht im System drin ist oder weil die Roboter ausgelastet sind. Nö, sind sie nicht. Kommt denn wenigstens hier mal... Oh. Die Dinger haben noch kein Kupfer angefordert. Zip, 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 zip. Gut. Jetzt sollte das demnächst hier mal anfangen zu laufen. Ja, ich würde ganz gerne hier zumachen. Okay. Angriff innerhalb der Basis. Drei Türme schießen. No, das hält ja mein Drill aus. So. Und dicht machen.
Gut. Viel besser. Ich hatte gerade den Impuls, das hier auch noch weiter zu bauen, also die innere Mauer, aber bevor ich die ganzen Wasserfelder nicht hier an der Außenmauer gefixt habe, sollte ich nicht an der dritten Mauer arbeiten, wenn wir noch Lücken haben von der ersten und zweiten. So. Mehr Ziegel. Viel mehr Ziegel. Ah, 30 ist ein Anfang. Aber ich hätte noch ein paar mehr Stellen für Stein. Na ja, hier. Hier ist Rohstein. Zack. Lenfel. Noch mehr Rohstein. Noch mehr Lenfel. Noch mehr Rohstein. Noch mehr Lenfel. Das hier. Ja, muss ich gucken. Ein Teil davon werde ich übrig behalten. Für die Wasserstoffproduktion. Auch wenn ich das ebenfalls alles nochmal komplett umbauen werde. Irgendwann irgendwie. Weil das gefällt mir nicht, wie es jetzt hier gerade so ist. Aber das sind alle am Flitzen, das ist schön. Was sagt die Forschung? Forschung ist gleich fertig. Gulli, gulli, gulli. Die Hill Lounge gekommen. Alles gut. Die sortiere ich mal weg. So. Essen kann ich auch einsortieren. Und abholen. Ich bin fast voll. Gut, du wirst gleich gebaut. Blaue Chips können ein Problem sein. Du wirst trotzdem gleich gebaut, so das halt geht. Movement Bonus 20%. Das macht tierisch viel aus. Gerade, also das sollte dann reichen, damit wir der Königin weglaufen können. Und die 50 sollten wir haben. Ja, mach mal. Auch wenn ich weiß, ob es überhaupt in die erste Power Armor reinpasst, weil die war ja, ne? Von der Kapazität ja nicht so riesengroß. Du kriegst alles an Essen. Ja, Essenstank war schon wieder leer. Fischis, Fischis, Fischis. Wichtig, wichtig. Okay, Zahnräder wollte ich noch haben auf Vorrat. Neue grüne Chips. Neue rote Chips. Stahl. Batterien. Und ganz viele rote Engines. Staut sich denn der Stahl hier so plötzlich? Wer? Alles einsortieren. Das wird alles verbrutzelt. Das kann auch mal mit. Ah, die Flakes machen doch schon gut was aus, hm? So, und blaue Chips. Brauche ich Schwefelsäure für und dann halt rote und grüne. Die habe ich ja. Also, gerade eingesackt. Das heißt, hier irgendwo müsste ich mir jetzt noch eine kleine Fabrik hinhauen. Ugh. Kleine Fabrik hinhauen. Das klappt so nicht. Kleine Fabrik hinhauen für Blaue Chips. Weg. Weg. Ich brauche dich von hier aus nach oben. Und hier die Fabriken hin. Also erstmal eine, aber vielleicht später noch eine zweite. Du mach blaue Chips, du brauchst Schwefelsäure, du bekommst Schwefelsäure. So. Was? Warum ist Schwefelsäure? Und dann bekommst du eine rote Kiste. Das. Eine blaue Kiste. Das. Shift rechts, Shift links. 44, das ist das Doppelte, richtig? Ja. Ne, ja, machen wir mehr. Machen wir 88. So. Und schneller wäre toll. Weil ich brauche wie viele für das Power Armor Ding? 40. Okay. Also in 2, 3, vielleicht auch 4 Folgen sollte ich wieder hierher gehen und das Ding da leer machen. Alternativ kann ich das Ganze einfach verdoppeln. Au, oh, schon wieder Denkfehler. Ich baue einfach hier einen Roboport hin, was soll's. Mehr verdammten Roboport. So. Shift rechts, Shift links.
So. Schreibtisch links. Beschränk dich mal auf ein Stack. Gott, wo ist der Hochbord? Da ist der Hochbord. Bapp den ganz unzeremoniell da in die Ecke. Exoskelett ist fertig. Ich brauche ebenfalls 10 rote und 10 blaue Chips und recht viele rote Engines, wobei da kein einziger hergestellt wurde. Weil euch was fehlt? Zahnräder. Lass mich raten, die Zahnradfabrik ist ebenfalls nicht im Einflussbereich. Kriegst du wieder schon mal Rohre. So, Zahnräder bekommst du auch. Achso, daran hapert es gar nicht. Woran hapert es denn? Es hapert am Lubricant? Ernsthaft? Warum? Du stellst du was her? Ja, hör auf herzustellen, bitte. Du brauchst nämlich gerade das ganze Schweröl. Das Petroleumgas wird nicht verbraucht und deswegen... Da es nicht verbraucht ist, staut es hier und es wird nichts weiterverarbeitet an Öl. Das ist doof. Wir müssen das loswerden. Mach mal so. So, Petroleumgas verbraucht. Das ist Platz hier. Das Ding sollte gleich anfangen zu springen. Genau. Dann kommt Schweröl. Schweröl wird zu Lubricant gemacht. Alles ist gut. Das heißt, ich muss dann nur noch das hier kappen. Warte. Das ist nicht gut. Achso doch. Leichtöl kommt von unten. Das heißt, das Schweröl könnte ich jetzt theoretisch wirklich hier kappen. Zack. Dann wird alles Schweröl nur noch für Lubricant benutzt. Ist auch falsch. Dann staut sich immer das Schweröl. Aber es wird dauern, bis zwei Tanks sich davon voll stauen. Und so habe ich wenigstens sichergestellt, dass bis dahin alles an Schweröl benutzt wird, um Lubricant hier zu stellen. Und hapert es jetzt? Dass immer noch Muni hergestellt wird, okay. Du. So, das habe ich doch eh ausgekapselt. Komm, stell einen her. Wie viel Schweröl braucht ein so ein doofer kleiner Tank? Dreh dich. So, jetzt sollte alles nach oben fließen, richtig? Richtig. Ah, na also. Go, go, go. Gut. Die fließen also auch wieder. Schön. Was brauchte ich noch alles? Ich brauchte noch mehr Radarschüsseln. Oh, was zur... Die gesamte Anlage wirkt ein wenig verstört hier. Also dieser Drill bohrt nur eine Kiste. Eine Kiste, die nicht am System angeschlossen ist. Möchte ich dazu noch erwähnen. Und die gleich voll ist. Der andere Drill liegt jetzt auf dem Fließband, was nach oben führt, nirgendwo hinführt. Und alles, was auf dem Fließband liegt, wird sonst entweder nach oben geführt zu der Sackgasse oder nach hier, wo es allerdings ebenfalls nicht genutzt wird, sondern nur zusammen mit dem anderen direkt nach hier unten gebracht wird. Okay, das hier ist sinnvoll. Aber ich sollte das Fließband lieber nutzen, um Fuelblocks nach unten zu bringen und nicht Kohle, oder? Guck mal ganz kurz. Ja. Aber was mache ich mit der ganzen Kohle dann? Ich werde sie irgendwann mal für Plastik brauchen, das ist richtig. Aber bis dahin kann ich sie doch ruhig verfeuern. Was sagen Kohlefelder in der Nähe? Da ist noch eins, da ist noch eins. Das reicht auf jeden Fall für Plastik. Ja, ändere ich nicht um, aber ja. Ich baue es mal so um, dass sie wenigstens einigermaßen sinnvoll sind hier. Und zwar drehe ich dich so. Mach dich so, damit das alles nach unten läuft. Ich weiß nicht, ob beidseitig Sinn macht, aber ja, tut's. Ist okay. Du weg. Das sind nur die ganzen Altlasten hier, ne? Diese super Uralt-Anlagen. Oh, feier. Wird wenigstens Sniper-Munition jetzt ordentlich hergestellt und sind die Kisten auch im Einflussbereich und alles? Nö. Hättest gerne 100 Metall, kriegst kein 100 Metall. Roboter sind nämlich alle ausgelastet. Ja. Okay. Wie viele rote Engines haben wir? 6. Ah, es wird dauern. Aber gut.
In den nächsten Folgen kommt die Power Armor. Dann muss ich mich allerdings erstmal auch ransetzen, die Power Armor auszurüsten. Also mit Portable Solar Panels und Batterien und hast du nicht gesehen? Ein, zwei Schildern. Je nachdem, wie viel Platz die halt haben. Ich gucke. 7x7. Das ist nicht viel. Ein Schild war 2x2. Ja. Wird sehr schnell sehr voll werden. Oh, Präzisions-Gatling Gun. Das hätten Ärmchen sein können. Wobei Ärmchen jetzt nicht so schlimm sind. Was ich auch machen werde, Anfang nächster Folge, ist ein Eisenrun. Also ja, die Roboter sollten es theoretisch von alleine nach oben bringen zur Scharfschützenmunition, aber das kriegen sie nicht hin. Weil einfach das nicht lange genug hier zwischengelagert wird. Wird sofort alles zu Stahl verarbeitet. Das blocke ich einfach mal. Das heißt, in der nächsten halben Stunde oder so sollte das Fließband sich hier jetzt komplett füllen. Sobald es gefüllt ist, stockt sich das Eisen hier. Sobald sich das Eisen hier stockt, füllen sich die Kisten da und es ist wieder genug Eisen im System, um weiter verarbeitet zu werden. Alternativ ist gar nichts. Nö, ich habe keine anderen Eisenkisten. Es wird alles immer weitergereicht. Ja, aber das wäre halt schön. Und auch wenn es ein wenig lästig ist, muss ich alle paar Folgen los und Aliens töten, damit ich mehr Artefakte bekomme, um nach und nach immer mehr Grinder zu bauen. Damit auch das Eisen später, selbst wenn ich so viele Vorräte habe, verdoppelt wird. Weil es sollte ja auch dafür sorgen, dass ich schneller an Eisenplatten komme, wenn das Eisenerz vorher verdoppelt wird. Macht das Sinn? Also ich habe einen Drill, es wird verdoppelt. Aber der Verdopplungsvorgang dauert ja so lange wie das Drillen an sich. Also könnte ich auch einfach zwei Drills aufstellen und würde das Ganze umgehen. Allerdings kann ich keine zwei Drills aufgeben, weil der Platz meistens geringer ist. Ja. Und mehr Stein abbauen. Und gleich zu Ziegeln weiterverarbeiten. Und das nehme ich auch mit. Damit ich die Ostexpansion machen kann und die ganzen ganzen Seen zuschütten. Und den Stromblock bauen und ganz viele Dinge. Und das alles, bevor diese Viecher kommen, die in den Commons angekündigt wurden. Die ganze Basen zerstören mit einmal spucken, so nach dem Motto. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Ich werde zu viel darauf achten, eine schön laufende Basis zu bauen. Zu wenig darauf achten, regelmäßig Basen zu zerstören. Wie zum Beispiel das Ding, was da immer größer wird. Und dann werde ich irgendwann überrannt. Und dann ist es vorbei. Und wenn ich das nächste Mal anfange, dann weiß ich, dass ich es ein bisschen anders machen muss. Und dann passt das wieder. Bisschen so wie Dwarf Fortress, ha? Huh? Aber gut, bis gleich.